Magst du gerne vorspielen? Nee, ich stecke aber direkt rein und jeder ist für seinen eigenen Orgasmus zuständig. Da kann ich nichts, ich habe Termine. Voll, die Presse, voll, die Presse. Voll, voll. Howdy ho, herzlich willkommen, schönen guten Abend und ja, ein frohes neues Jahr für den Sommer nochmal. Schon wieder. Ja, wer das jetzt verstehen will, muss die letzte Sendung hören. Also wir sind wieder da, live auf Sendung, hier aus der Ponderosa, diesmal zu einer fröstligen, frostigen Ausgabe von Voll in die Presse. Wir haben unsere Bohrtürme hier aufgestellt. Es sieht wieder aus wie in Rotterdam. Es ist angerichtet und es kann losgehen. Und ich stelle auch direkt. Riecht auch ein bisschen nach Fisch. Ja, ja, das bist du. Und damit haben wir auch schon einen Mitstreiter gehört. Prolo Ferrari. Was? Ja. Ach so, ja, wie unangenehm. How much is the fish? Gehst du noch duschen? Ja. Was hast du mitgebracht? Wir wollen ja immer die Leute heiß und fettig machen. Ich habe heute nicht nur eine Gästin auf der Warteliste stehen, die wir gleich herzlich einladen, derweil ich schon wieder was zum Thema Aufräumen habe. Und diesmal geht es um die altbekannte Marie Kondo. Ja, das Kondo-System. Und da können wir direkt mal fragen. Heute sind wir ja nicht im Kondo-mäßig aufgeräumten Beefhole, sondern der Beef ist auf der Ponderosa. Hier sieht's aus wie Sau. Der Hopsing hat frei und ja, du kannst hier richtig mal vom Leder lassen. Dann leder ich auch mal. Ja, also Hallöchen erstmal und auch von mir nochmal ein frohes Neues. Und ja, ich hätte was Artikel angeht, hätte ich einen unterbrochenen Geschlechtsakt mit Folgen und tatsächlich noch eine tragische Geschichte und ja, vielleicht noch was Drittes. Und ich habe... Das dritte wäre dann, ich kündige es jetzt schon mal an, quasi eigentlich habe was zu Arbeit. Also ich habe einen Artikel mitgebracht, den Arbeit, wir schon Arbeit länger angekündigt haben. Das ist das. Dem traue ich nicht. Das ist nicht etwa der alte Artikel. Lass dich überraschen. Das kann ja fast nicht sein. Also das wird aber jetzt, wenn ich schon höre, das ist ein drittes Thema, das wird sowieso verschoben. Da haben wir sowieso wieder ein loses Ende. Schauen wir mal. Ja, und damit, Summer, auch du, schön auf der Sendung hier auf der... Wie sagt man, auf dem Äther? Ich habe heute Wortfindungsstörung, merke ich gerade. Zu viel Äther geschnüffelt? Ja, oder zu viel Staub im Keller. Ich komme direkt von der Baustelle sozusagen. Ja, frohes Neues, Ben. Ich habe heute auch was Wunderbares mit. Das geht so in die Richtung, ich meine, NASA und Co. bereiten ja wieder mal vor, auf den Mond zu fliegen. Bemannt, nicht nur mit einer Sonde. Und da stellt sich natürlich die Frage, die sich jeder schon mal gestellt hat, was ist eigentlich, wenn auf dem Mond der eine Astronaut den anderen Astronaut einfach umhaut oder vielleicht sogar einfach irgendwie, keine Ahnung, so einen Schlauch rauszieht und den einfach so umbringt. Das ist tendenziell erstmal doof, aber... Ja, da reden wir gleich drüber. Fies Schön. Ist das, fies. Ja, mein Name ist Ben Cartwright, was habe ich mitgebracht? Ich habe eine Weltneuheit im Fußball, denn ich stelle euch gleich die Frage, was eigentlich die weiße Karte zu bedeuten hat, die es jetzt gibt. Und dann noch eine kleine Kuriosität. Irgendwo aus dem Norden, Nordkurier, berichtet über eine ziemlich dämliche Aktion von zwei jungen Männern bei einer Polizeikontrolle. Also wie man es besser nicht macht. Und mal schauen, vielleicht streuen wir noch das eine oder andere ein. Es lohnt sich also dran zu bleiben und... Das Geseiere und Gesabbere ist wieder Sammers Unterlippe. Auch das ist ein Running Gag in diesem Podcast. Meine Güte. Machen müssen wir denn alles so in den ersten fünf Minuten machen? Und dann. Ja. Also, das ist jetzt der Herr Ferrari. Nur mal was? Zur Klarstellung. Also das war jetzt fies. So ein Schmatzen. Ja, genau so. Und ich habe gehört, wir fangen heute, das ist ja meine Lieblingsthemen, ich habe heute nichts Frivoles dabei, aber wir fangen mit Sechs an. Genau, mit tendenziell sogar unterbrochenem Sechs. Und das geht auch so ein bisschen in die Richtung, was du eben sagtest, manche Dinge, die man dann besser vielleicht im Nachhinein nicht macht. Oh. Und da geht es gar nicht um die da Liebe gemacht haben, sondern da geht es eher um fatale Hilfsbereitschaft. Ein
Nachts war in dem Fall ein Schwabe unterwegs an einem Freitagnacht in Bayern mit dem Fahrrad und ist an einem Auto vorbeigefahren, das auf einem Feldweg parkte und bewegte sich was und da war er irgendwie so ein bisschen irritiert und ist dann hingefahren, um einfach zu gucken, ob er irgendwie helfen könnte oder sowas. Also er dachte wirklich, da wäre jemand in Not und dann hat er in den Wagen reingeguckt und hat dann gesehen, dass da ein Mann und eine Frau beide nackt waren. Und da hat er relativ schnell wohl geschaltet und ist dann auch einfach weitergefahren. Könnte jetzt das Ende der Geschichte sein, in dem Fall aber nicht, weil der ertappte Autofahrer fand das wohl gar nicht so witzig oder hat da seinerseits die Situation wieder falsch interpretiert und hat gedacht, das wäre so eine Art Spanner und hat sich da gestört gefühlt und ist dann quasi, hat die Verfolgung des Fahrradfahrers aufgenommen und hat den kurz vor dessen Wohnungs- oder Haustür dann noch erwischt und hat ihm dann direkt eine gewämst. Und Prioritäten setzen und und hat dann auch noch an der Haustür rumrandaliert und da hat er auch so rumrandaliert, da sei wohl auch noch Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden, also je nachdem. Und darauf wiederum hat dann der Geohrfeigte in dem Fall hat dann die Polizei gerufen und die haben dann den 20-Jährigen dann auch wieder in einer anderen Ortschaft erwischt, haben dann noch bei einem Alkoholtest etwas über 1,4 Promille festgestellt bei ihm, haben den Führerschein eingestellt und kann sich der 20-Jährige wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Trunkenheit im Verkehr und leider auch dann, aber der unterbrochene Verkehr ist dann in dem Fall nicht straffällig. Das ist irgendwie dumm gelaufen, würde ich sagen. Ja, man weiß gar nicht genau, ob der Verkehr unterbrochen ist, weil was du nicht weißt, mir wurde ein Video zugespielt, wo sie ihn dann hinterher noch interviewt haben, also nicht zu dieser Schlägereigeschichte, sondern zu dem Verkehr. Und auch so ein bisschen, wo der so ein bisschen ins Detail geht. Hast du gerne Vorspiel? Nee, ich stecke einfach direkt rein und jeder ist für seinen eigenen Orgasmus zuständig. Da kann ich nichts, ich habe Termine. Was ist das denn für ein Mensch? Traumhaft, ich hab Termine. Ja, sehr schön. Termine hat er. Also die Frau wird er wahrscheinlich nach der Aktion auch losgeworden sein. Möglicherweise fand die das dann auch nur so mittelprächtig, dass Ja, absolut. Also ich meine, jetzt überleg dir mal, du tauschst diese ja an sich für dich sehr angenehme Situation mit der jungen Frau in deinem Auto oder in ihrem. Tauschst du freiwillig ein gegen so eine scheiß Verfolgungsjagd, um dem Typen eine zu pfeffern? Also wie doof muss man sein? Da würde ich auch, sage ich mal, als Frau mich schon so ein bisschen fragen, irgendwie, ja, das ist nicht so richtig respektvoll. Ja, man weiß es ja nicht. Vielleicht hat die Frau sich ja auch aufgeregt und hat gesagt, oh Gott, ein Spanner, und war froh, dass der von ihr runter ist zusammen. Und sagte, oh, ist das nochmal gerade gut gegangen? Stell dir vor, der hätte mir ein Kind gemacht. Ja, dann vielleicht war das von langer Hand geplant. Man das weiß kann das natürlich nicht sein. Also ich weiß jetzt nicht, ob jetzt quasi dann die Partnerin und der Fahrradfahrer jetzt zusammengezogen sind und gemeinsam die Gardinen aussuchen. Das kann ich nicht beantworten. Aber wie gesagt, tatsächlich ist von der Frau in dem Artikel auch nicht die Rede. Also das wird jetzt quasi gar nicht weiter erwähnt. Ich fand halt nur, wie gesagt, schon auch ein bisschen bizarr, was da noch so alles schiefgegangen ist. Das hat sowas. Ja. Und richtig dumm gelaufen. Ja, vielleicht, also Prollo, verzeih mich, ich weiß, du sitzt auf heißen Kohlen, weil dein Studiogast in der Warteschleife hängt, aber das bietet sich jetzt echt an, wo wir gerade so Polizei und Verfolgung haben, dass ich einfach mal ganz kurz, das ist eine ganz kurze Geschichte, weil das einfach so dämlich ist. Also es tut mir leid, ich hoffe, die Typen lauern mir nicht demnächst auf und pfeffern mir eine. Aber was ist passiert? Zwei Typen sitzen im Auto, düsen durch die Nacht, Polizeikontrolle, und die denken sich, ja komm, ab durch die Mitte, ne? Besser Gas geben und weg. Schon mal der erste Fehler sicherlich. War eine routinemäßige Kontrolle und die hatten sicherlich ihre Gründe, da komme ich auch gleich noch zu, aber dann sind sie halt abgehauen, die Polizisten haben sie verfolgt, haben sie auch dann letzten Endes gestellt. Und was haben die beiden gemacht, um ihrer Verhaftung zu entgehen? Sie haben sich beide auf den Rücksitz gesetzt und totgestellt. Also das mit dem auf den Rücksitz setzen hat ja irgendwie vielleicht juristisch noch irgendwie eine kluge Idee, aber mit dem Totstellen, das ist irgendwie etwas strange. Also wie Kinder früher, wie wir das gemacht haben, einfach so
ich bin gar nicht da, ich bin tot. Genau. Und dann haben die, war auch natürlich Tür abgeschlossen und dann haben die Polizisten halt irgendwann angedroht, wir brechen jetzt die Tür auf. Und das waren junge Männer, wahrscheinlich dachten die, oh Gott, mein schönes Auto. Und dann haben sie sich halt irgendwann nee, stimmt gar nicht, 42 waren die, so jung waren sie gar nicht mehr. Aber ich finde das jung. Vielleicht jung im Geiste. Jung geblieben, weil halt auch massiver Drogeneinfluss dabei war und Führerschein verlieren konnten sie auch nicht, hatten nämlich beide keinen. Und haben beide behauptet, der jeweils andere ist gefahren. Also, ja, Klassiker. Ja, das ist ja gar nicht so dumm. Und das ja, als ja, tot. Ja, das ich erinnere mich, oder ich meine mich zu erinnern, ich weiß jetzt nicht sicher, ob ich die Geschichte eins zu eins richtig erzähle, aber ein alter Bekannter, als ich noch Fußball gespielt habe im Verein, hat mal erzählt, dass er mal irgendwie betrunken gefahren ist und dann auch so eine Kontrolle dann einfach Gas gegeben hat. Und dann aber irgendwie ein paar hundert Meter weiter hat er angehalten, hat sich auf den Beifahrersitz gesetzt, hat dann gesagt, ja, er wäre nicht gefahren. Ja, der andere ist halt abgehauen, ne? Und dann, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie die Story ausging, wahrscheinlich mit dem Fahrtenbuch. Aber ja. Kann man machen. Ja, aber schon sehr geil. Und die Polizisten, wie ist das dann beendet worden? Haben die Tür aufgebrochen oder nee, die haben dann, wie gesagt, die haben angedroht, sie aufzubrechen. Also, okay. Und dann haben die, irgendwann waren sie dann doch wieder wiederbelebt und sind ausgestiegen und haben gesagt, ja, geht doch nicht so tot vielleicht. Aber erstmal lagen sie da und haben sich nicht gekriegt. Die müssen sich wahrscheinlich ziemlich beömmelt haben, diese Polizisten. Also kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja, vor allen Dingen, wie das wohl ausgesehen hat. Ein Foto gibt es ja wahrscheinlich nicht. Aber ich meine, wenn du dich da tatsächlich totstellen willst, ich meine, wie legst du dich da hin? Das sind ja keine Schauspieler. Hängen die dann da irgendwie so mit den Füßen auf der Hutablage und der Kopf so irgendwo unterm Sitz? Ja, man weiß es. Sehr witzig. Ich hatte tatsächlich in meiner Sammlung von möglichen Artikeln so einen professionellen Totsteller, der einfach sehr umfangreich, auch durchaus gebucht wird, um sich in Filmen totzustellen. Der spielt halt die Leiche. Ach, ja, das hatten wir sowas nicht? Das haben wir schon. Das haben wir so einen TikTok-Typ. Ich dachte, das wäre ein Traum. Nee. Das finde ich das lustig. Das hatten wir doch schon, dann 300 Mal die Leiche irgendwie. Ja, aber nicht, aber nicht der Typ. Die Geschichte, die du erzählt hattest, war doch von so jemandem, der das als TikTok-Gag macht und immer mal dann unbedingt auch einmal in Film wollte. Und dann hat er das tatsächlich auch geschafft. Und dann ich dachte, der Prollo hätte das erzählt. Aber wir werden das Archiv mal beauftragen. Der war von mir. Dann halt der Beef. Monsieur Roger war es. Ja. Und dann, ich war mir nicht sicher, weil der vergisst die Artikel ja normal. Ja, genau, er vergisst sie immer. Aber dann habe ich noch nämlich die Frage gestellt, gibt es nicht so Typen, die das professionell machen? Und das ist jetzt die Antwort. Also erzähl weiter. Ich brauche erstmal ein Erinnerungsbier. Ja. Aber letztendlich, ich hätte auch gerne eins. Was wollen wir denn mal anfangen? Ich hätte hier... Das habe ich schon mal gehabt. Das kenne ich nicht. Ich kann aber auch im Glas hier, dann kann man alles. Das ist eine halbe Liter Düse. Und wenn wir da mal anfangen, da habe ich zwei von, dann können wir die mal aufmachen. Das ist ein Bier aus Bayern, ein Königlich Zwickel Schloss Linderhof. Also nicht Lindnerhof, also keine Panik, auch falls ihr jetzt denkt. Ui. Ja, poppt. Hervorragend. Machst du mal selber, ja, du kriegst das ja bestimmt hin. Guck mal, dann, Brollo, ich gebe dir das mal rüber. Ja. Mit Schwan drauf. Ah, ploppt aber nicht so schön wie deins. Das war ganz schön riskant hier, das Bier über diesen Mischer hier aufzuschütten. Stimmt. Für den Sound. Ist doch ein Mischgetränk. Für den Sound. Ja. Wir sind jetzt irgendwie sofort in unsere Artikel eingestiegen. Das finde ich ja eigentlich mal ein bisschen schade, weil wir auch mal so ein bisschen socializen könnten. Was die meisten nicht wissen, bevor wir hier den Aufnahmeknopf drücken, entstehen meistens, wir sind ja eigentlich vier Freunde, sehr muntere, lockere Unterhaltung über dies und das. Heute war auch die Annalena dabei mit ihrer Kriegserklärung an Russland und so weiter. Aber da läuft das Mikro noch nicht. Und dann machen wir irgendwann Sendung und auf einmal so zieht jeder so die Arschbacken zusammen und man überlegt sich zweimal, was man sagt. Und in meinem Fall hat das heute zu auch ein paar Wortfindungsstörungen tatsächlich geführt. Vorher waren wir uns sehr lustig und sehr locker unterhalten. Ja, deswegen wollte ich da mal gerade wieder zurück, ja, mal weg von der Tagesordnung. Und dann leiten wir natürlich auch zu dem Studiogast über. Prollo, keine Sorge. Ich kann den Ball gern aufnehmen. Ich hatte ja schon hier beim Aufbauen erzählt, dass ich die Tage beim Zahnarzt war. Über zwei Stunden der Termin. Auf deinen Zahnarzt? Ja, mir tut heute noch die Fresse weh. Ohne Quatsch.
Und da kann ich nur sagen an alle Zuhörende, für solche Termine, man kann ja heutzutage mit Bluetooth-Kopfhörern so einen Termin wahrnehmen, unser Podcast ist absolut Zahnarzt geeignet. Ich hab einfach unsere letzte Folge gehört und muss sagen, wenn man sogar während der Zahnarzt mit dem Bohrer unterwegs ist, lachen muss, dann kann man nur sagen, dass man beim richtigen Podcast unterwegs ist. Also High Quality hier. Ja, vor allem, weil du die Witze schon kennst. Ja. Aber das geht mir auch so. Ja, gut, also wenn ich den schneide, dann sitze ich hier. Letztes Mal haben meine Kinder auch mit um den Tisch gesessen und dann musste ich mehrmals geiern über unseren Quatsch hier. Und dann haben die sich über mich wiederum kaputt gelacht, weil ich dann hier mit Kopfhörern sitze und immer wieder in mich hineinlache. Also das ist ein gutes Zeichen. Andere haben das ja auch schon berichtet von unseren Hörenden, dass sie beim Joggen dann auf einmal loslachen müssen und irgendwelche Leute, wildfremden Leute anlachen. Ja, es ist schon komisch. Also ich weiß nicht, wie es ausgesehen hat, aber du hängst da, die Zahnarzthelferin mit dem Schlauch so saugt ab und er von der anderen Seite ein Bohrer und dann fängst du an zu grinsen mitten im Zahnarztstuhl. Also solange du keinen Ständer kriegst, ist glaube ich alles in Ordnung. Ja, also so erotisch ist, also wir sind ja, also wir nehmen ja alle Themen, aber ein erotischer Podcast sind wir eher nicht, würde ich sagen. Ja, erotische Zahnarztbesuche sind auch wahrscheinlich eher selten. Hallo, liebe Hörenden. Allein dieses Gendern ist ja sowas von unsexy. Hallo, ihr lieben Hörenden da draußen, ich bin Jans Jähler. Ihr Bohrenden. Liebe Bürger und Bürger. Ja. Wie kriegen wir jetzt die Kurve? Ich wollte eigentlich noch irgendwas sagen, aber das ist mir jetzt entfallen. Ach ja, genau, der Prollo hat Werbung gemacht. Ich habe mir aus der Bücherei hier dieses Buch ausgeliehen. Social Media Marketing, Praxishandbuch für Twitter, Facebook, Instagram und Co. hat ungefähr 700 Seiten. Währenddessen hat unser Freund Prollo einfach mal bei Spotify unseren Podcast auf die Frage getwittert, wie sagt man, getweetet, gezwitschert, welcher kleine Geheimtipp-Podcast muss unbedingt groß rauskommen oder irgendwie so. Also ich fand, das war geil, muss ich nochmal sagen, wirklich ganz groß. Super, dass du das gesehen hast. Und falls ihr noch mal bei Spotify vorbeigeht, könnt ihr das mal liken. Der Prollo, der hat auch so ein Oberkörper-Frei-Foto bei Twitter. Da kann ich leider keine weiteren Angaben zu machen. Weil ist auch nur ein Vogel. Jetzt wird es ja doch erotisch. Ist aber nur der Bauchbereich. Ja, okay. Aber wir wollen ja irgendwie die Kurve kriegen, was ich bei dir jenseits von Artikeln, Beef, gibt's was? Alles gut eigentlich. Ja, du bist nicht der Beef. Was ist denn los? Aber hat er doch... Frohes neues Prollo. Du guckst dich an. Ey, ich guck dich an, weil wenn ich dieses Gesicht zu sehr zum Beef bewege, dann bin ich wieder nur halb zu hören. Ja. Diese scheiß modernen Studiotechnik jetzt hier. Früher hatten wir einfach so olle Headsets auf. Und dann vielleicht stellt ihr euch so einen Spiegel hier auf. So einen kleinen Schminkspiegel. Also sobald ich so mache, hört man mich wieder nicht richtig. Ja, ist ja gut, Frank. Nee, aber ich wollte ja nur noch mal die Gelegenheit geben. Ne? Ich meine, du kannst auch ruhig mal von deinem großen Erfolg erzählen, Beef. Von deiner Errungenschaft. Jetzt müsste ich lügen. Ah, ist egal. Ja, wie? Aber, jetzt möchte ich ja wissen, was für eine Errungenschaft hat denn der Beef? Ja, keine Ahnung. Ich wollte ihn nur ein bisschen herauskitzeln. Und wollte mir die Chance geben, mich irgendwie zu profilieren. Ich überlege gerade die Errungenschaften der letzten Jahre. Bei so einem Typen wie dir, da ist doch immer was los. Eigentlich. Da ist doch immer was. Ja, nein. Ja, vielleicht hat der Prollo das geahnt und wollte deswegen für dich antworten. Das kann natürlich sein. Also Prollo, wenn du mir aus meinem Leben erzählen willst. Bei mir ist doppelt so viel los wie bei dir. Also auch nichts, aber mehr davon. Aber das doppelt. Ja, unspektakulär, also insofern. Also ich habe die letzten zwei Wochen wirklich original damit verbracht, neben der Arbeit ohne Ende Urlaub zu buchen. Das war richtig gut. Also ich bin noch ein bisschen platt, weil ich schon lange keinen Urlaub mehr gemacht habe. Und dann habe ich so Wochenendurlaube gebucht und irgendwelche anderen Kurztrips. Den Sommerurlaub haben wir schon gebucht. Das ist völlig krank, weil wir sowas normalerweise auf dem letzten Drücker machen. Und jetzt habe ich hier schon vier Urlaube, habe ich jetzt, also kurze Wochenendtrips sind auch dabei. Alles schon gebucht, einfach nur, weil ich so
in dieser Stimmung mich dann einmal für 5 Minuten wohlfühle. Also quasi so ähnlich wie ein Kaufrausch, wo du dann einfach alles Mögliche mitnimmst, was du nicht unbedingt brauchst, aber jetzt war es einfach ein Urlaubsrausch. Ja, einfach mal alles durchgebucht. Das ist tatsächlich so, das ist ein guter Vergleich, weil das hat mich dann so geil gemacht, dass ich hatte meinen Kindern mal vor Ewigkeiten versprochen, dass wir mal nach London fliegen. Ja, zack, London für den Osterferien, 3 Tage London. Dann eine kleine Geburtstagsüberraschung, das darf ich jetzt nicht sagen, noch gebucht, Sommerurlaub, Spanien diesmal. Also ganz bodenständig der Ben Cartwright dieses Jahr, nur in Europa unterwegs, aber dafür viel. Das ist mein Ziel für 2023, möglichst viel alles, weg. Und alles mit dem Leopard? Alles mit dem Leopard, weil wir sind ja im Krieg. Ja. Also ich führe einfach Krieg gegen alle diese Länder. Ich marschiere da überall ein. Ja, wie kommst denn du mit dem Leopard nach London? Ja, Spezialoperation natürlich. Durch den Tunnel? Ja, genau. Ich fahr so über die Schienen. Ja. Gut. Der Eurostar soll mir mal was anhaben. Da, vielleicht hast du noch so einen Kübelwagen, findest du im hinteren Bereich der Werkstatt. Ja. Kannst du damit über den Teich tuckern. Okay, ich sehe schon. Also einfach nur so Smalltalk, das ist schwer mit uns. Müssen wir noch entweder, kommt ja nach hinten raus. Ne? Die früher abschalten, wissen das nicht. Hinten raus werden wir dann meistens lockerer. Da haben wir so 2, 3 Gläser Bier getrunken oder Flaschen und dann wird das meistens ganz, ganz cool. Aber ich finde, es ist unheimlich dreckig hier. Wie könnte ich denn diese Wohnung idealerweise aufräumen? Ja, Dave. Also dreckig nicht, aber unaufgeräumt. Dave, danke, dass du fragst. Wir haben den ganzen... ich habe es tatsächlich, die Frau Kondo, also die Marie Kondo, die ist ja bekannt und berühmt geworden dafür, dass sie dir sagt, wie du deine Wohnung aufzuräumen hast. Und da wir tatsächlich jetzt erneut über so ein Haushaltsthema sprechen, wo wir letztes Mal festgestellt haben oder Forscher festgestellt haben, dass Frauen da möglicherweise aufgrund Sozialisierung im Schnitt anders ticken als Männer, dachte ich, tut uns mal so ein bisschen Diversity gut. Das ist übrigens auch so ein Hörerfeedback, was ich jetzt hier vorgestern noch mitgenommen habe. Dass wir es zu wenig machen, dass uns oder? Die Frauenquote so ein bisschen abgeht. Deswegen habe ich da mal professionelle Unterstützung angefordert, uns bei diesem Thema zu begleiten. Deswegen stelle ich das auch gleich erst vor. Aber die Frau Kondo. Wer ist denn Marie Kondo? Na, hier die mit dem Putzfimmel, also beziehungsweise... Na, Ordnung, genau. Du sollst dir deine Gegenstände in der Wohnung angucken oder im Haus, dann überlegst du das, bringt dir das Freude? Und wenn nein, schmeißt du das weg. Oder musst du jedenfalls loswerden. Und dann, im Detail bin ich ja auch kein Experte, ich bin nämlich auch nicht sonderlich ordentlich. Dann hat sie noch so ein paar fortgeschrittene Techniken. Du kannst dann zum Beispiel... weiß ich nicht, deine T-Shirts vielleicht nicht stapeln in der Schublade, sondern so hochkant falten und dann nach Farbe ordnen. Und dann hast du nämlich so einen Überblick, was es so gibt im Schrank. Ja, das ist ja... So Dinge halt, ja. Und wenn man, also offensichtlich hat es für ein Buch gereicht, ich glaube nicht nur eins, eine Netflix-Serie. Ja, ja. Und da kann man vielleicht noch was lernen. Also die Tante ist jetzt mit ihrem Spleen, dass er irgendwie das Aufräumen perfektioniert, irgendwie ein Netflix-Star geworden. Ja, schon länger. Na, also die ist doch 2014, eine ganz bekannte Buchautorin auch. Also ich glaube, das war lange vor sie. Netflix und so weiter. Drei von vier kennen sie. Also da halte ich aber gegen, dass das, also das ist sehr gewagt. Die. Nee, also ja, doch. Wir drei kennen also sie, du nicht. Also drei von vier kennen sie. Aber nur hier im Raum. Na gut. Also sie ist auf jeden Fall bekannt genug dafür, dass ihr Mann ihre Firma schmeißt, die darin besteht, dass sie ihr Zeug da an Mann und Frau bringt. Genau. Also ich mache mal eine Umfrage in meinem Bekanntenkreis und werde dann mal mit das mit den 3 von 4, da werde ich mal. Ja, gut, bei so Messis ist die jetzt vielleicht nicht so bekannt oder sowas. Sie hat übrigens auch so einen Laden, wo du so Sachen auch bestellen kannst, was eigentlich bei dem Ansatz, Dinge loszuwerden, ganz witzig ist. Ja. Mhm. Ja. Insofern, ich habe uns mal heute freundlicherweise eingeladen, meine sehr gute Freundin Annalena. Ja. Nicht die mit dem Krieg. Ich wollte sagen, ich habe schon Angst, aber ich rufe die mal an. Was qualifiziert die denn zu dem Thema? Das kannst du sie ja gleich fragen. Okay. Ja, echt, ey. Die hört das doch. Wenn du jetzt die schon vorher disst, bevor du die gehört hast. Wieso disst? Wir fragen die erstmal, ob sie Marie Kondo kennt. Oh, wie schön. Ich höre ein Amt. Ja. Hallo. Ja, moin, Annalena, hier ist Ben Cartwright und noch 3 andere Bescheuerte mit mir. Und meine erste Frage an dich, und damit möchte ich ganz herzlich in unserem Podcast begrüßen, kennst du Marie Kondo? Ja, kenne ich.
Ich habe die Netflix-Show gesehen. Ich habe nicht das Buch gelesen. Ja, aber die kennt jeder, oder? Kannst du ruhig sagen. Weil es gibt hier nur einen Doof, der die ja. nicht kennt. Und den wollen wir jetzt mal richtig fertig machen. Also wenn ich schon hier höre, dass die Netflix-Star ist, ja, jetzt mal ganz ehrlich, haben 75% der Deutschen Netflix schon das bezeichnet? Nein, die ist ja schon vorher total bekannt gewesen mit Büchern. Büchern und Social Media und tralala, also die ist tatsächlich, Netflix kam, glaube ich, nur so on top. Pass auf, wir gehen mal in den Thalia demnächst und dann frage ich dich mal im Regal, ob du den kennst, denn der macht Bücher, der da im Regal steht, und zwar jeder. Ja, pass auf, wir wollen mal die Annalena hier zu Wort kommen lassen. Hallo erstmal, schön, dass du da bist, schön, dass wir dich anrufen durften. Das klappt von unserer Seite hier ganz wunderbar, wir hören dich sehr gut, wir sind ganz glücklich und der Prollo will, glaube ich, auch noch ein paar Takte zu dir sagen. Ich? Ja. Nee, dann das kann doch Annalena bestimmt selber, oder? Möchtest du dich vorstellen? Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas zu mir sagen müssen. Oder muss ich mich qualifizieren? Nein. Du hast dich schon qualifiziert, weil du besser als der Sammer. Ich bin ans Telefon gegangen. Du bist ans Telefon gegangen und du kennst Marie Kondo. Ich habe mich gefragt, wieso wir dich zum Thema Marie Kondo bzw. Wohnung aufräumen anrufen. Gibt es da irgendeinen Hinweis von dir? Ja, das von Annalena. Ja. Nee, das kannst du gleich sagen. Also erstmal natürlich, dass wir hier nicht schon wieder dieses Thema haben. Vier Herren reden über eine Frau, die ihre Wohnung irgendwie gewohnheitsmäßig aufräumt. Ich habe eigentlich die Frau Kondo mit ihrem Putzfimmel, die hat jetzt inzwischen 3 Kinder und darum geht's eigentlich. Sie hat nämlich festgestellt, dass das mit dem Aufräumen und 3 Kindern kannst du knicken. Und das wollte ich euch heute mal sagen. Also Die hat kapituliert. Na, nicht ganz. Das kannst du, ich werde es dir mal erklären. Also letztendlich hat sie aufgegeben, ihr Zuhause aufzuräumen. Denn, wie sie selbst sagt, ich habe festgestellt, das, was mir wichtig ist und was mir Freude bereitet, ist Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Ja, und nach dem dritten Kind hat sie dann gemerkt, dass sie einfach zu viel zu tun hat, um ihrer beruflichen Aufräumerei nachzugehen. Und dieser Klassiker ist ja von der Marie Dinge behalten, die Freude bringen. Also Spark Joy ist ihre Ausdrucksweise und das sind halt nun mal die Kinder. Deswegen, egal wie die Bude aussieht, Zeit ist eigentlich der limitierende Faktor. Annalena, ich weiß nicht, wie es bei euch gerade aussieht. Kind im Bett oder? Das Kind liegt auf mir. Ich liege auf der Couch, das Kind liegt auf mir. Der Mann steht in der Küche. Sehr gut. Genau. Und ausgezeichnet. Ich habe eben gezählt, ich habe festgestellt, dass wir in der Viererrunde auch immerhin auf 11 Kinder kommen. Ja. Siehst du? Und deswegen hat keiner Zeit aufzuräumen. Und wenn der Mann dann mit der Küche fertig ist, dann ist die auch picobello, oder? Bei meinem Mann tatsächlich. Ja. Ja. Tatsächlich, ich muss zugeben, ich musste so ein ganz kleines bisschen an euch denken, als wir in der letzten Sendung festgestellt haben, dass laut Forschungsergebnis zumindest Frauen dazu neigen, irgendwie so einen Putzdrang zu entwickeln. Den Wischbefehl haben und einfach Mann. An so dreckigem Zeug nicht vorbeigehen können. Jedenfalls nicht so leicht wie Männer. Und wir haben selber festgestellt, dass das in unserem Bekanntenkreis nicht durchweg so ist. Und im Nachgang habe ich mich da so ein bisschen bestätigt gefühlt. Das war ja auch Humor. Also das war ja Horst Schroth. Eine ernste Angelegenheit. Das war ja Humor. Also ich weiß nicht, wer es gemerkt hat, aber. Also verstehe ich jetzt die etwas kryptischen Ausführungen von Prollo Ferrari so, dass bei dir hat der Mann in Sachen Sauberkeit das Sagen. Na, bei uns. Nicht nein, bei dir, bei Prollo. Bei mir. Bei dir? Hast du einen Mann zu Hause? Prollo? Ich hab die Annalena gefragt. Da musst du das doch sagen und nicht mich dabei angucken. Ja, ich dachte, wenn ich frage, wenn ich meinen Mann frage. Angucken. Entschuldigung. So, also Annalena, nochmal. Nee, bei uns ist es tatsächlich so. Also ich habe kein Wischempfinden oder wie das heißt. Wischbefehl. Ich weiß auch nicht, wie es heißt offensichtlich. Wischbefehl, genau, der Wischbefehl geht an mir völlig vorbei. Sehr gut. Das ist dramatisch. Aber anscheinend vielleicht ist es ja viel eher so, dass sich Paare oft so zusammenfinden, dass man halt einen Wischer hat und einen Krummler.
Okay, da. Und ich meine, dann wären wir halt auch wieder eine gute Mischung hier. Ja, da stellt sich ja die Frage, inwiefern das fair ist, weil letzte Woche hatten wir irgendwie gelernt, dass das ja so ein bisschen für den, der wischt, der so eine Lose-Lose-Situation ist. Entweder er wischt und hat also die Arbeit oder er wischt nicht, dann muss er das irgendwie ertragen, also psychisch ertragen, dass da die Wohnung nicht so aussieht, wie er oder sie es sich wünscht. Ja, das auf jeden Fall. Aber das ist schön, weil da kommt jetzt dieses Kind, was hier auf mir liegt, mit ins Spiel. Weil tatsächlich hat mein Mann zumindest schon festgestellt, dass das einem das beibringt, dass man auch mal ertragen kann, wenn eben nicht gewischt ist, weil man ja die Nacht nicht geschlafen hat und überhaupt dann man lieber unterm Spielbogen liegt, als zu wischen. Also das ist tatsächlich bei dir so, dass dein Mann gerne aufräumt oder dass er das Empfinden hat, er muss aufräumen, bevor ihr das Kind hattet, ja. Also dass er das gerne sauber hatte. Ja, auf jeden Fall. Ja, kann ja sehr praktisch sein, also, aber in der Tat, spätestens mit dem zweiten Kind kapitulierst du. Ja, aber es ist für den zweiten, also ich finde schon, auch der Krümmler hat auch einen gewissen Leidensdruck, weil dem tut das ja dann leid, eigentlich, um den Wischen. Ah, okay. Also ich weiß nicht, wie das so bei euch ist, aber bei uns ist es so, dass ich dann denke, okay, ne, für mich reicht halt, wenn die Küche sauber ist, Bad sollte sauber sein, aber wenn halt irgendwo mal was rumsteht, das ist okay. Ja, der fühlt sich ja auch gestört, wenn dann ständig der Staubsauger an ist. Wie ist das mit dem gib mir aus den Augen, ich kann dich nicht putzen sehen. Nein, aber das ist schon so. Nein, aber ich denke ja auch, der Krümmler profitiert ja von der sauberen Butze. Ja, klar. Wir uns jetzt vormachen. Ja. Aber es ist halt echt so, ne? Mit dem Kleinen hat er schon gelernt, das geht halt nicht immer. Und dann, wenn man halt irgendwie verzieren gehen will, dann muss man halt gucken, ob man überall wischt oder ob man halt nur mal schnell saugt. Aber das ist auch schön. Also jetzt im Sinne von, ne, das ist ja, kann ja auch dann ein bisschen helfen, vielleicht den Wischbefehl so ein bisschen auszuhebeln. Und was ist mit Saugroboter? Kommt sowas in Frage? Also ich habe sowas leider nicht, aber vielleicht wäre das ja auch so eine ganz praktische Sache. Ja, aber andererseits hatte doch der Prollo einen richtigen Einwand zum Thema Saugroboter und Kinder, weil wenn da dann die vollgeschissene Windel auf dem Boden liegt und dann kommt der Roboter. Ja, viel Spaß, dann hast du das Zeug überall im Maus. Ja, es fängt sogar noch eine Stufe vorher an. Du musst ja quasi dem Saugroboter auch den Weg freiräumen. Das heißt, dass der nachts dann rumfahren kann, dann muss ich ja abends aufräumen. Bei uns ist zu Hause so ein bisschen tendenziell so, das ist so ein bisschen Mexican Standoff. Ja, wir einfach, wer zuerst zuckt oder wer zuerst aufgibt, muss dann. Ja, sehr schön, sehr schön. Aber wie steht ihr denn? Ich denke so. Ja. Entschuldigung. Ich wollte sagen, wenn die Wischroboter machen vorne mit so einer kleinen Baggerschaufel vorne dran, dann wäre das sicherlich auch für kinderreiche Haushalte gut, aber bis dahin. Und bevor das Kind da war, also mich interessiert nämlich mal die Meinung auch jetzt so von dir, Annalena, weil du auch einen sehr ordentlichen Mann hast, aber auch hier von der Runde. Also mich irritiert es spätestens, wenn es bei jemandem zu Hause so aussieht wie im Ikea in der Möbelausstellung. Also sprich, es irgendwie so picobello sauber ist, dass man sich fragt, ob da überhaupt jemand wohnt. Wie findet ihr das? Guck dich um. Also wir sitzen ja hier noch auf teilweise unausgepackten Umzugskartons seit 2 Jahren. Also ich glaube, wenn es nach meiner besseren Hälfte geht, die hätte gerne so Marie Kondo-like viel Fläche, viel freie Fläche, und das kann ich total gut verstehen, weil wenn du sie nicht hast, du kannst überhaupt nicht denken. Also dieses Haus ist momentan noch so vollgestopft, ist ja das Elternhaus, und mein Vater ist ja gestorben bei dem Auszug, der ist hier raus und hat quasi all sein Zeug hier gelassen. Und ich bringe es halt seit 2 Jahren nicht übers Herz, im großen Stil die Sachen wegzuschmeißen. Deswegen sitzen wir hier wirklich so ein bisschen wie in einer Gerümpelkammer, und man kann wirklich nicht klar denken. Das ist einfach so. Also, und würdest du dich wohlfühlen im IKEA-Einrichtungshaus? Nein, das geht ja nicht. Aber ich würde mich, also ich merke, weil ich es halt jetzt nicht habe, wenn wir mal so einen Raum leergeräumt haben, weil wir den gerade renoviert, und dann stellst du da 3 Sachen rein und noch nicht so, wie ich das früher immer, ich stopfe dann immer die Räume so voll. Aber wenn die dann noch so nicht so vollgestopft sind, das ist schon sehr geil. Also so ein klarer Raum, das,
ist schon sehr, da kannst du schon klar denken. Ja, aber also im Moment vermengen wir so ein paar Sachen. Also ich bin jetzt kein super Detailkenner von Marie Kondo und was sie da so alles gemacht hat in ihren Serien. Bücher und ihren Gedöns. Genau. Mehrere. Social Media. Kennt man ja. Man kennt sie ja quasi. Also ja. Ich sag mal jetzt, also 4 von 5 Personen kennen sie. Ja, ich kenne sie jetzt auch. Aber das eine ist ja quasi, sich von so Ballast zu trennen, den man, der einfach nur rumsteht, der keine Funktion hat, den man dann im Keller einlagert, weil man denkt aus irgendwelchen Gründen, das ist jetzt ja noch gut oder vielleicht gebrauche ich es oder es hängt irgendein emotionaler Wert dran, den man aber nicht genau definieren kann, weil es halt von irgendjemandem ist, wie du das eben von deinem Vater sagtest. Und das andere ist ja so ein bisschen so ein, in Anführungsstrichen, ich überspitze es jetzt mal, so Putzfimmel oder sowas, dass dann alles da immer wie geleckt aussieht oder unbewohnt. Das ist dann so diese IKEA-Variante. Und das ist ja schon so ein bisschen zu trennen irgendwie, ne? Also, dass man einfach sagen muss, naja, das eine ist ja, halt, hat man viele Prollen rumstehen oder eben nicht, oder gibt man sie weg oder sagt, ich habe das Buch gelesen, ich werde es nie wieder lesen. Ich finde es jetzt auch nicht so schön, dass es jetzt irgendwie aufgehoben werden muss, dann kann ich es auch entweder irgendjemand anders schenken und sagen, liest du es halt oder sonst irgendwie, aber ich muss es nicht unbedingt zwingend ins Regal stellen und zu den anderen 30 Büchern oder 50 Büchern. Und genauso geht es mit vom Windlicht bis zum Topflappen, keine Ahnung. Also, dass man einfach zu viel Prollen hat. Das ist, glaube ich, auch so ein Ansatz von dieser Marie Kondo und von anderen Artverwandten. Da gibt es ja noch mehr, die du ja alle kennst, sag mal bestimmt. Aber du kanntest nur die eine nicht. Und das ist dann ja nochmal ein Unterschied zu belebt. Und eben ja, gerade mit Kindern wissen wir ja auch alle irgendwie, da geht's halt nicht. Und das ist halt auch, und das finde ich ganz schön, dass sie auch so eine Marie Kondo jetzt das auch kapiert hat mit 3 Kindern, dass der Faktor Zeit, also das ist tatsächlich, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Zeit läuft ab, also die ist weg, wenn sie ist. Und die Krümel bleiben da. Zumal man mit Kindern auch ganz schlecht wegschmeißen kann. Also wenn die mal so ein paar Jahre alt sind, jeder Schnipsel, jeder Krümel, jeder Stein wird halt dann wichtig, wenn man im Begriff ist, ihn zu entsorgen. Ja. Insofern. Ja. Aber auch auf der anderen Seite kann man auch Dinge da sehr gut, entweder ja, oder aber auch, es kommen ja immer wieder neue, wie soll ich sagen, Impulse. Und dann geht das schon. Ja, ich will jetzt der guten Frau Kondo auch nicht Unrecht tun, dass die so nach dem Motto sich aufgegeben hätte. Also sie hat halt festgestellt, wenn die Bude ordentlich ist, das hilft, ist gar nicht mehr so interessant, sondern sie achtet jetzt eher drauf, Zeit, Annalena, du hast es eben auch gesagt, ja, Zeit ist eigentlich der limitierende Faktor und sie räumt halt jetzt ihren Kalender auf und das ist letztendlich das, worum es ihr halt auch beim klassischen Aufräumen geht, dass man sich einfach mit den Dingen beschäftigt, die einen so im Leben umgeben und sich überlegt, was möchte ich jetzt wirklich in Ordnung bringen, ja, und das ist halt für sie, ja, die zeitliche Verfügbarkeit. Insofern sind wir vielleicht alle ein bisschen Marie Kondo. Wer weiß. Ja, also du meinst, wir haben alle zu wenig Zeit, ja, ist wohl so. Vielleicht verschiebt sie auch gerade so ein bisschen ihr Businessmodell, weil aufgeräumt ist irgendwann alles und jetzt, wo sie möglicherweise ein Geschäftsmodell 2.0 entwickeln. Der Marie Kondo Kalender. Genau, der Kalender Aufräumer. Ich bin nur immer noch so ein bisschen über das Thema irritiert, weil Prollo, du hast das ganze Gespräch, das weißt du nicht, Annalena, aber so eingeleitet mit dem Tenor, wir müssen diverser werden. Und dann rufen wir endlich mal wieder einen weiblichen Gast, eine Gästin an und reden über das Putzen. Das kann doch irgendwie nicht sein. Ja, du kannst ja nicht alles auf einmal haben. Kannst nicht alles auf einmal haben. Ja, aber andererseits ist dabei ja was wirklich Gutes rausgekommen. Denn es ist ja bei Annalena anders als im klassischen Beziehungsmodell, in dem eben die Frau dann in der Küche noch abends aufräumt, sauber macht, wie auch immer. Und insofern möchte ich jetzt, also dass der Prollo quasi beim Thema Putzen daran denkt, jemanden Weibliches anzurufen, da möchte ich doch ihm zur Seite springen und sagen, das ist ja jetzt hier eigentlich gelungen, ein Gegenmodell zum Klassischen hier mal vorzustellen. Finde ich sehr gut. Ich danke dir für deinen unterstützenden Beitrag. Und letztendlich, also ja, 2 Fliegen mit einer Klappe, kann man eigentlich sagen. Ja, so, das hat mich letztes Mal schon so ein bisschen gewurmt mit der Aufräumerei, ja, hier mit dieser Studie. Und ja, ich habe mal geguckt, wen könnte man denn eigentlich mal so anrufen? Und Annalena, dachte ich, ist auch immer gern bereit für einen kleinen Schlagabtausch. Ja, vielleicht beim nächsten Mal zeigst du es hier uns mal, wie es richtig geht.
Können wir vielleicht dann was ich besser kann als aufräumen. Ja, wir können aber über was anderes reden. Was hat dich denn die Woche so beschäftigt? Hast du irgend so einen Aufreger gehabt? Manchmal guck mal in die Zeitung und dann ist da was drin und denk so, meine Herren, das gibt's ja gar nicht. Also bist du so ein Medienmensch, der... Ich bin tatsächlich eher Nachrichtengucker, so schön Tagesschau. Die vergangene Woche ist ein bisschen an mir vorübergegangen, weil dieses Kind, von dem wir ja vorhin schon sprachen, einen Schnupfen hat oder eine Halsentzündung. Und da ist man ja natürlich dann ganz aufgeregt. Das ist momentan, das Kind ist noch klein, ist erst 5 Monate alt. Ist immer alles ist das erste Mal, die erste Halsentzündung. Da ist man dann noch aufgebracht. Und hat dann, tatsächlich war ich aber, wenn wir uns über was aufregen wollten, war ich in der Apotheke, weil ich Fieberzäpfchen bekommen habe und musste dann dafür zuzahlen, was mich jetzt nicht besonders gestört hat. Ich war froh, dass ich überhaupt Fieberzäpfchen bekommen habe. Aber die Apothekerin regte sich dann in meinem Namen auf, wie ungerecht das war, dass Kindermedikamente eigentlich frei sein sollten, aber jetzt zugezahlt werden müssen. Also ist das jetzt wegen der Knappheit oder ganz generell, dass man da jetzt zuzahlen muss? Weil die teurer werden und ja. Weil die werden teurer und die Krankenkassen sind nicht bereit, ihre Zahlungsmodalitäten so schnell anzupassen. Ja, die fetten Jahre sind vorbei. Quasi. Also wegen der Knappheit, falls jemand noch einen unangebrochenen Benuron-Fiebersaft brauchen kann, ich habe noch einen im Schrank stehen, noch haltbar. Ja, es könnte viel aber wert sein. Ganz kurz, jetzt bin ich doch mal neugierig geworden. Also die Argumentation der Apothekerin war, dass die Produkte seitens der Pharmaindustrie teurer werden und dass die Krankenkassen diese zusätzlichen Kosten noch nicht übernehmen, sondern ich sag mal, vorher hat der Fiebersaft irgendwie 8 € gekostet und jetzt kostet er 12 und die Differenz muss man dann selber zahlen. Ist das richtig verstanden? Genau. Das ist auch eine Sauerei. Also finde ich jetzt schon, ja. Oder? Kann man sich darüber aufregen. Also ein Lob an die Apothekerin erstmal. Und finde ich wirklich irgendwie albern. Und das, also wie lange braucht jetzt die Krankenkasse? Braucht die 2 Jahre, um das irgendwie die Formulare anzupassen? Ja, vermutlich. Also das bis dahin ist der, dummerweise der Fiebersaft eigentlich schon bei 16 Euro. Und abgelaufen. Nee, aber abgelaufen, das ja, stimmt. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe und richtig im Kopf habe, wir hatten ja diese Knappheit und die Idee von unserem genialen Gesundheitsminister war ja, mehr an die Pharmaindustrie zu zahlen für diese knappen Medikamente, weil man dann damit gerechnet hat, dass man dann auch von den knappen Medikamenten auf dem Weltmarkt mehr kriegt. Also und damit sozusagen diese Knappheit eben beseitigt. Und dass sie dann natürlich mehr kosten, ist klar, aber interessant, dass offensichtlich die Krankenkassen da noch nicht mitgezogen sind. Da musst du einen Antrag stellen. Ja, oder eben sich denken, gut, wir legen das halt um. Ja. Ja. Also ich finde. Ich fall halt an denjenigen, der da steht und sagt, bräuchte ich aber jetzt bitte. Genau. Du hättest auch einfach der Apothekerin, als sie dir das Geld abknöpfen wollte, Folgendes sagen können. How dare you? How dare you? Annalena, ja, aber du musst kein Ex dafür. Ich meine, also irgendwie. Genau. Der Ben oder? Hat jetzt hier so ein Soundboard, da drückt er gerne mal drauf. Ja, ich suche jede Gelegenheit, um ein paar Knöpfchen zu drücken. Ah, ist so schön. Aber man könnte auch sagen. It was at this moment he knew. He fucked up. Ah. Ja, aber jenseits des Ganzen, Kasper, ich finde das wirklich doof. Also das ist irgendwie was, ja, klar. Irgendwie blöd. Ja klar, aber ich meine, ich fürchte, das werden wir noch ganz viel sehen dieses Jahr, in ganz vielen verschiedenen Stellen, ja, weil man jetzt, also man war das echt gewohnt, dass man immer alles kaufen kann. Also wann war denn schon mal was wirklich ausverkauft? Und wenn es ausverkauft war? Klopapier. Ja, bevor das war. Ja, also ja, schon klar. In den Jahren davor. Es gab wirklich alles und man konnte sich fast nicht entscheiden, was man kauft. Das hat auch lange gedauert, einzukaufen, weil irgendwie du hattest halt 40 verschiedene Sorten Klopapier. Jetzt bist du, oder in der Pandemiezeit warst du froh, wenn du eine da gefunden hast. Also zumindest ja, bei denen. Ich muss gestehen, ich habe nicht einmal auf dem Trocknen gesessen, was so bildlich gesprochen. Gut, du hast viel Fahren im Garten, dann geht's halt auch. Ja. Zeit, du alte Zeitungen hast du auch. Nein, aber ich wirklich hatte, also TP war immer da. Ja, ich habe nicht in rauen Mengen gehortet. Es gibt auch, ich habe leider den Artikel dazu nicht gelesen, sonst könnte ich dazu jetzt noch ein bisschen mehr sagen, aber ich habe auch schon die erste These, Voraussage von irgendeinem Ökonomen gelesen, der sagte, wir sind im Moment so am
Wohlstandspeak und der Wohlstand wird in den kommenden Jahren abnehmen, weil er davon ausgeht, dass eben gewisse Probleme, Effekte dauerhaft sein werden. Also das war nicht irgendein Ökonom, das war unter anderem auch das Weltwirtschaftsforum in Davos. Also diese Wirtschaftsweisen, die da zusammenkommen, die haben das auch original genau so gesagt. Die haben gesagt, dass die nächsten Jahre wird die Menschheit sich in verschiedenerlei Hinsicht zurückentwickeln. Ja, und das finde ich schon interessant, dass irgendwie man davon ausgehen muss, dass wir, unsere Generation, im Moment so auf einem Wohlstandshöhepunkt lebt. Also ich hab immer schon vor Jahren, schon vor der Pandemie gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass man in, weiß nicht, 200, 300 Jahren, wenn man zurückblickt, sagt, dass die Zeit, in der wir gelebt haben, sowas wie ein Zeitalter der Dekadenz war. Also ich finde, wir leben ja im totalen Überfluss und dass das nicht ewig so weitergeht, das kann man sich eigentlich, muss man kein Prophet sein. Also das hat ja schon, ich sag mal, Anfang der 70er Club of Rome schon gesagt. Also ja, die haben ja im Prinzip diese Grenzen des Wachstums seinerzeit schon prognostiziert, ohne jetzt ein genaues Datum dran zu hängen, aber haben letzten Endes gesagt, also ich meine, das kannst du auch drauf kommen, wenn du jetzt kein Nobelpreisträger oder sonst was bist, dass es halt nicht immer nur weitergehen kann im Sinne nach oben. Nichtsdestotrotz finde ich das Thema mit den Apotheken jetzt wirklich, das triggert mich ein bisschen, finde ich doof. Nimm doch mal als Hausaufgabe mit, geh doch mal in die Apotheken, mach mal eine Umfrage da. Was die dazu sagen. Nee, aber ja, das ist irgendwie, ist wieder am falschen Ende. Und dann ist auch so Krankenkassen, dass die da auch so auf stumpf schalten. Das finde ich halt auch irgendwie daneben. Keine Ahnung. Also hab vielleicht einen guten Grund, aber. Ja, das ist wahrscheinlich festgelegt. Die haben, es gibt doch für jeden Kram gibt es doch irgendwo eine Liste und da steht drin, wie viel du dafür kriegst von der Kasse. Aber die Fachkraft, die Liste verwaltet, ist halt jetzt lange krank gewesen. Ja, genau, und muss alten Urlaub noch abbauen. Resturlaub gehabt und kommt erst halt ab März dazu, wenn die Jahresberichte durch sind. Ja, aber vielleicht sollten wir der Annalena an der Stelle sagen, dass wir sie dann noch bitten, die Telefonkosten zurückzuerstatten, weil jetzt seit neuestem unsere Gäste für die Leitung zahlen müssen. Was hast du denn für ein Telefon da? Das wurde mir vorher nicht gesagt. Doof gelaufen. Ich sage ja, die fetten Jahre sind vorbei. Man muss auch an die Finanzierung denken. Alles gut. Ach nee. Ich hab Flatrate. Ah. Ja, sollen wir mit der Annalena jetzt auch noch mal gerade über den Mond reden, oder? Ja, Annalena, wie du magst. Ne? Also ich weiß nicht, was du sonst noch vorhast. Wir quatschen jetzt einfach weiter und du kannst dich jederzeit beteiligen. Du kannst aber auch einfach auflegen. Das hören wir dann auch, wenn es so tut. Ich wollte sagen, das merkt ihr gar nicht. So. Also ich... Was ist denn? Ist irgendein besonderer Mond? Oder ist es... Es geht um unseren Mond und es geht darum... dass man ja die Frage aufwerfen könnte, also es ist ja jetzt so, die NASA und da wirken dann auch noch irgendwie verschiedene Länder, also nicht nur die Amis mit, die machen ja jetzt diese Artemis-Mission, also kennen 3 von 4 Leuten diese Mission. jedenfalls im Moment, glaube ich, in Stufe 2 dieser Mission startet irgendwie 2024, da geht es darum, dass irgendwie der Mond umrundet wird und dann irgendwann soll in Phase 3... Marie Kondo da hoch und aufräumen. Marie Kondo soll den Mond aufräumen. Sehr staubig. Das ist aber erst, Phase 3. Nämlich dann, wenn dann Astronauten auf unserem Erdtrabanten landen sollen. Und da hat sich jetzt jemand hier anlässlich von Dingen, die in Kanada passieren, die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn dann so zwei Astronauten auf dem Mond zum Beispiel aneinander geraten. Weiß nicht, der eine haut dem anderen vor die Maske oder so. Vielleicht. Darf ich mal ganz kurz, das war jetzt irgendwie so ein bisschen schräg. Anlässlich von Dingen, die in Kanada passieren. Ja, das heißt, da hauen die sich immer auf die Schnauze. Ja, die Kanadier, die sind doch sowieso immer schuld. Das ist ja auch bei South Park so. Das ist eines der geilsten Länder überhaupt. Ja, aber bei South Park heißt es auch immer Blame Kanada. Also. Nein, ja, aber die, glaube ich, diese Aussage angesichts von Dingen, die in Kanada passieren. Ja, weil man muss es ja ein bisschen spannend machen. Die Dinge sind nämlich eigentlich, die in Kanada passieren, nicht so actionreich, wie du sie jetzt vorstellst. Es geht darum, die Kanadier regeln als erstes Land, ist zumindest jetzt hier dem Autoren oder dem Interviewten nicht anders bekannt, regeln als erstes Land, was strafrechtlich, also
was passiert, wenn am Mond eben strafrechtlich was passiert. Ja, dass die, da haben die sozusagen jetzt explizit in ihr Strafgesetzbuch aufgenommen, dass dann eben das kanadische Strafgesetzbuch gilt, wenn ein kanadischer Astronaut entweder Täter oder Opfer ist oder es irgendwie einen Bezug zu einem kanadischen Projekt gibt. Also sprich, wenn die sich da auf dem Mond in die Haare kriegen, die zwei, und da sind Kanadier dabei, ja, dann wird da ganz normal kanadisches Recht angewendet, dann kannst du den in Kanada von Cardi zerren und ja, gucken, dass er da verurteilt wird. Und das ist jetzt wohl weltweit das erste Mal, dass sozusagen ein Gesetz sich eben nicht nur auf das bezieht, was hier auf der Erde passiert, sondern auch auf den Mond. Und das finde ich schon irgendwie bemerkenswert. Es gibt für die ISS, gibt es wohl schon Regeln. Also das ist ganz interessant. Da haben sie wohl daran gedacht, dass die, ich meine, da sind ja auch Amerikaner und Russen zusammen. Insofern gibt es da tatsächlich Regeln. Aber mich raten, die amerikanischen Regeln sind wahrscheinlich einfach hemmungsloser Schusswaffengebrauch. Nein, es geht ja vor allen Dingen darum, welches Recht dann irgendwie Anwendung findet, welches Strafrecht. Und das hängt dann tatsächlich bei der ISS davon ab, welchem Staat das Modul gehört. Es gibt ja ein russisches Modul, ein amerikanisches Modul. Okay. Und je nachdem, wo das passiert, ne, wenn der Amerikaner da dummerweise gerade im russischen Modul unterwegs ist, hat er vielleicht ein Problem, wenn er irgendwann runterkommt. Also, aber das finde ich ganz interessant. Findet ihr das übertrieben, sowas ins Strafgesetzbuch aufzunehmen, was passiert, wenn auf dem Mond was Strafrechtliches passiert? Ich finde das, weiß nicht, also momentan geht das ja noch, da tummeln sich die Astronauten ja nicht auf dem Mond, ja. Aber was ist denn, kannst ja eigentlich fast einen Witz draus machen, Amerikaner, Russe und ein Chinese treffen sich auf dem Mond, wenn jetzt der eine auf den anderen schießt und dabei den dritten trifft. Und jedes Land hat seine Gesetze, da kommst du doch auf keinen grünen Zweig. Also ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass man so ein bisschen wie auf einem Kreuzfahrtschiff, da gilt ja, meine ich, irgendwie immer das Recht, weiß ich nicht, des Staats, unter dessen Flagge man ist, ich weiß es nicht, oder im Flugzeug irgendwie, wo man gerade drüber fliegt, sowas, ja, nur wenn es wirklich voller wird da oben, da können die Kanadier doch, weiß ich nicht, also kann da ja, die haben ja nur gesagt, wenn ein kanadischer Bürger dabei ist, dann ja, und wenn du, weiß ich nicht, aber wenn du das schon mit doppelter Staatsbürgerschaft bist, ja, dann schon angeschissen. Außerdem, naja, die widersprechen sich ja solche Richtlinien vielleicht. Die sagen hier in dem Beitrag, jeder Astronaut nimmt vereinfacht gesagt sein nationales Recht mit in den Weltraum, wenn das so geregelt ist. Und das ist ja eigentlich auch ehrlich gesagt nicht viel anders als hier auf der Erde. Also wenn du jetzt in Russland irgendwo im Kreml jemanden umbringst, den Putin vielleicht oder so, dann musst du dich hier in Deutschland, wenn du wieder zurückkommst, auch vor, weiß nicht, welchem Strafgericht, aber hier irgendwo in Deutschland verantworten. Glaube ich in dem Fall sogar nicht mal. Vielleicht gibt es auch eine kleine Party. Aber generell, ja gut. Also ist so, ne? Also so besonders ist es nicht, dass die, also wie du gesagt hast, Chinese, Ami, Russe auf dem Mond und jeder hat sein eigenes Recht, das ist hier auf dem Planeten auch so. Hm. Ja. Tja. Ist das wirklich so? Ja, wieso? Wir haben doch ein nationales Recht hier, zum Beispiel unser deutsches Recht, wenn der Prollo nach Russland geht. Ja, aber wenn, wird er dann nicht aber zuerst in Russland strafmäßig durchgenudelt? Ja, aber das ist ja genau, ja. Das ist ja genau, das der ist ja ein genau der Kerlchen, der das, wird sowas von durchgenudelt. Das ist ja genau der Punkt und das ist genau das, was der Prollo sagt. Es ist dann im Grunde genommen, werden zuständig verschiedene Gerichte, je nachdem, wo der Prollo aufgegriffen wird. Ne? Also, aber was ist dann die Neuerung? Je nachdem, wo er das Verbrechen verübt hätte. Ja, aber also wenn er jetzt in Russland das Verbrechen verübt, durch Kasachstan flieht und dann in Österreich aufgegriffen wird, dann sagen ja nicht die Österreicher auf einmal, gut, was steht denn auf Tyrannenmord? Die Österreicher vielleicht nicht. Dann wollen die Russen den ja haben. Die Russen wollen den haben, aber die Deutschen würden ihn auch vor Gericht stellen. Also ich kann mir, ich gehe davon aus, dass die Österreicher, wenn sie den nach Deutschland abschieben, dass dann hier... Nee, sonst würden doch Auslandsurlaube gar keinen Sinn ergeben. Also deutsche Gerichte sind ja für Straftaten von Deutschen auch im Ausland zuständig. Also das ist die Anknüpfung dann an die Staatsangehörigkeit. Ist denn der Mond Ausland?
Ja, deswegen wird das ja in Kanada auch explizit geregelt. Aber nur für Kanadier. Ja, ist die Frage, ob es andere dann jetzt auch machen. Vielleicht kommt das auch darauf an, über welchem Land sich der Mond gerade befindet. Das, aber ist dann, wenn Halbmond ist, wie ist dann? Also zählt es nur zu 50%? Oder drei Viertel Mond, dann hätten wir wieder drei oder von vier. Der, was ist, wenn es auf der Rückseite vom Mond passiert? Ist es dann, weil dann sieht es keiner. Ja. Das ist wieder ganz schwierig. Also darauf nochmal ein Zipfer. Annalena, kennst du vielleicht noch Juristen oder Juristinnen, die wir mal zu dem Thema einladen könnten? Wir haben hier so wenige. Hat nicht der Dennis, hat er nicht irgendwann Juristerei verfolgt? Ich glaube, das war sehr, sehr kurz. Ja. Hat schnell gemerkt, dass das komische Leute sind, die sowas machen. Der müsste ja vielleicht sich auch auf interstellares Recht spezialisiert haben. Das ist ja nochmal spezifischer. Space Law, wie der Franzose sagt. Also in Kanada ist das Thema geregelt. Ja. Be prepared. Aber kleine Anekdote, ist ein ganzer Artikel. Ich sage jetzt aber nur ein paar Sätze dazu, weil wir ja immer so freundlich so eine Hassliebe zu TikTok pflegen. Hier aus dem Rolling Stone habe ich eine Kleinigkeit, dass jetzt in der University of Texas die Studenten tatsächlich nicht mehr TikTok benutzen können, weil es im Netzwerk geblockt ist aufgrund eines texanischen Gesetzes, aufgrund der bösen Chinesen, also aufgrund von Sicherheitsbedenken. Das heißt, die Studierendenschaft dort kann jetzt zwar kein TikTok mehr benutzen im WLAN, kann aber natürlich weiterhin Knarren mit sich herumtragen. Ja, also eine durchaus interessante Situation, gerade auch im persönlichen Austausch. Wollte ich mal gesagt haben, ja, weil wir haben ja hier so eine, vielleicht sollten wir mal eine Liste führen, Dinge über TikTok. Ja. So, also mit der Knarre auf dem Campus ist übrigens in Texas generell erlaubt. Wollte ich mal gesagt haben, aber TikTok ist überall gesperrt in den Unis. Texas erlaubt auf dem Campus die Waffe zu tragen. Ja, also Concealed Carrying ist das, glaube ich. Also du darfst sie nicht rumzeigen, sondern. Also nicht offen. Nicht offen. Also du darfst da in der Bücherei sitzen und hast die Knarre am Mann. Ja. Nur TikTok kannst du nicht gucken. YouTube schon. Und Pornhub darfst du auch nicht, aber Waffe. Das müsste man, kennst du jemanden in Texas, der das mal ausprobiert? Das weiß ich gar nicht. Das Witzige ist, es geht ja jetzt nicht um TikTok, dass die armen Studenten, ne, so, das haben sie ja bei den, weiß ich nicht, die armen Kinder werden verblödet oder irgendwie was auch immer. Bei Studenten ist es vielleicht nicht mehr ganz so gravierend. Aber da geht es ja um den bösen Chinesen, der mit seiner bösen App da den sozusagen die Netzwerke unsicher macht. Aber das mit dem Pornhub könnten wir direkt mal ausprobieren. Ja, geht. Ja, wir sind ja auch nicht in Texas. Ja. Hä? Hab ich jetzt nicht verstanden. Egal. Ich hätte noch was Seriöses. Wollen wir was Seriöses machen? Mal ohne Schusswaffen. War das nicht seriös mit dem Mond? Ja, das war schon sehr seriös. Ja. Geht so. Das ist die Future, das ist die Zukunft. Also. Na gut, dann mache ich mal, ich hätte was Irdisches. Ich formuliere das nochmal um, ich hätte was Irdisches. Ich hatte ja schon länger mal irgendwie das Thema Arbeitszeiten und so Sinne gewesen, lohnt sich Arbeit noch und so weiter und so fort. Ist das der Artikel? Nein, es ist ein anderer Artikel. Das ist, wahrscheinlich ist das doch der Artikel, und der hat einfach ein zweites Mal gefunden. Weil der war in der Süddeutschen, das ist Spiegel. Genau, der andere war Süddeutsche, genau. Aber das hier ist jetzt Spiegel. Wir wollen noch den Artikel. Ja, ich arbeite dran. Aber hier geht es drum, das finde ich tatsächlich ganz spannend, also vom Ansatz her. Darf ich mal ganz kurz, sorry. Ich bitte drum. Ganz kurz. Annalena, bist du noch da? Ich bin noch da, aber ich versuche die ganze Zeit euch zu unterbrechen. Oh. Ich muss mich um dieses Kind kümmern. Ja, darf ich dich noch mit einer Frage verabschieden? Ja. Wie sieht es in der Küche aus? Nein, wie scheiße findest du das eigentlich, dass der Beef hier irgendwie so Cliffhanger produziert und nicht auflöst, so als Zuhörende? Das ist doch Katastrophe. Oder? Das ist katastrophal. Das ist quasi Sopranos 2.0. Ja, echt, hier du. Sopranos war super. Ja, merkt man, dass du das magst. Ja, aber da haben wir aber auch ganz viele Cliffhanger, die nie aufgelöst wurden. Ja. Ja, oder halt in Staffel später. Also das ist ja immer noch dann ein Ansatz. Also vielleicht staffelübergreifende Cliffhanger. Ja.
Ja, Beef Soprano. Also, vielen Dank, dass du da warst, Annalena. Dann kümmere dich um deinen kleinen Nachwuchs. Vielleicht nehmen wir dich einfach noch mal bei einem anderen Thema wieder mit in die Sendung. Es ist auf jeden Fall jetzt alles möglich mit der neuen Technik. Also, ruf uns einfach an. Und dann können wir über alles reden. Okay, gut. Es war eine Freude. Bis, vielen Dank. Ganz bis unsererseits. Dann, sag ich mal. Bis denn. Bis dann. Grüße tschüss, an den Mann. Tschüss. Tschüss. Ja, wir könnten das ja machen wie Domian. Dann müssen wir den Leuten nur sagen, wann wir aufnehmen. Dann können die anrufen. Ja, dann ruft nie einer an. Bei Domian. Wir sagen ja auch schon mal, schreibt uns eine Mail, macht dies, macht das. Also. Ja, kennt ja auch keiner unsere Mailadresse. Die ist total einfach. vidp@benanza.de. Ja, die musst du jede Sendung hier fünfmal sagen, damit die bekannt ist. Okay. Brauchen wir so eine 0800-Nummer? Ja. 0800 Benanza. 0800. Ah, ich merke schon, du guckst immer nur X-Hamster. Und so ein Postfach wäre auch cool, so wie früher, wenn du irgendwie Tor des Monats, irgendwie 5000 Köln-Postfach, irgendwas. So, jetzt bevor der Beef mir gleich irgendwie ans Bein tritt. Ah, jetzt ist der Artikel weg. Ah, scheiße, ich finde den nicht wieder. okay, also, nochmal jetzt. Irdisch seriös. Es geht hier drum, dass das ist in Spanien in dem Fall, dass der spanische Staat verkürzte Arbeitszeiten fördert. Und zwar geht es da jetzt gar nicht drum, dass der Einzelne irgendwie sagt, ich mache jetzt nur eine halbe Stelle oder sowas, sondern dass die Arbeitszeit in sich gekürzt wird für einen bestimmten Anteil aller Aktiven in einer Firma. Das sind in dem Fall, glaube ich, 30%, die da mindestens mitmachen müssen. Hängt ein bisschen von der Größe des Unternehmens ab. Und es dürfen auch nur Mitarbeiter in Vollzeit teilnehmen. Das heißt, die Idee dahinter ist einfach, dass die Leute weniger arbeiten, dafür aber effizienter sind. Und das klingt ja erstmal so ein bisschen wie ein Widerspruch in dem Sinne, dass aber andererseits ist die, das gibt es, nennt sich skandinavisches Modell. Und das wird damit argumentiert, dass eine geringere Arbeitszeit zu einer höheren Produktivität führen kann. Und genau, und das ist jetzt in Spanien zum Beispiel bei dem Telekom-Konzern Telefonica. Die machen das jetzt, die bieten quasi ihren Vollzeitmitarbeitern eine 4-Tage-Woche an. Wobei das Gehalt nur um 12 statt um 20% gekürzt wird für die 4-tägige Arbeit. Und die 4 Tage sind jetzt auch nicht länger in dem Sinne, dass die jetzt da jeweils 2 Stunden länger holzen müssen. Genau, es gibt auch andere, die in Andalusien gibt es einen Softwarekonzern, El Sol, die bieten eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohn an. Und die sagen halt, tatsächlich bei denen ist es so gewesen in 2021, dass sich der in dieser Situation als quasi bei vollem Lohn in einer 4-Tage-Woche sich der Absatz um 1/5 gesteigert hat. Und die Zahl der Fehltage hat sich deutlich verringert. Das heißt, Fehltage im Sinne von Krankheit etc. Und neben der gestiegenen Produktivität habe sich auch die Zufriedenheit der Kunden und Mitarbeiter verbessert, sagte der Marketingdirektor Pedro Cortes. Glaube ich sofort. Ich auch. Punkt. Also auf jeden Fall. Ich habe noch nie in Teilzeit gearbeitet, muss ich dazu sagen, aber ich habe viele Kollegen. Ja, nochmal, es ist Kollegen, nicht Teilzeit im Sinne, wie man Teilzeitmodell versteht. Ne? Aber es ist ja gefühlt wie Teilzeit. Also wenn du kannst natürlich ein Teilzeitmodell machen und dann hast du auch einen Tag frei. Und ich behaupte schon immer, also natürlich bis zu einem gewissen Grad, sagen wir mal so 20%, wenn einer immer einen Tag frei hat, dass die Leute nicht zwingend weniger produktiv sind als andere, die da 5 Tage kommen. Mhm. Weil die natürlich auch dann immer noch eher, ja, was du heute nicht kannst besorgen, das verschiebe gern auf morgen. Ja. Wenn du aber morgen frei hast und das aber dann doch, also zumindest jetzt der normale Mitarbeitende, der möchte dann vielleicht auch so ein bisschen seine Sachen fertig kriegen vom Wochenende und dann macht er das halt auch in 4 Tagen. Mhm. Bin ich mir total sicher, dass das bei den allermeisten keinen Unterschied macht. Das Blöde ist nur, dass die Teilzeitleute dafür immer weniger Kohle bekommen, obwohl sie eigentlich das Gleiche abreißen, in meinen Augen. Also Ausnahmen bestätigen die Regel und ich glaube, wenn die Teilzeit wirklich eklatant, also sagen wir mal 50% oder so, klar, das schaffst du dann nicht mehr in den Stunden, die du da bist, aber das ist auch für mich okay,
Aber das, ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein geiles Modell. Mhm. Würde ich sofort mitmachen. Das ist tatsächlich der einzige Grund, warum ich nicht auch mal meinerseits Teilzeit mache. Ich habe ja viele auch Nebenprojekte im Kopf, zu denen ich nicht komme. Könnten wir den Podcast mal richtig groß rausbringen und so weiter und so fort. Mit einem Tag die Woche frei. Nur ich denke mir immer, ich weiß genau, ich würde genau die gleiche Menge an Arbeit haben und erledigen. Ich würde nur einfach weniger Geld dafür kriegen. Und da habe ich halt keinen Bock drauf. Mhm. Das ist der einzige Grund. Wenn die das irgendwie kompensieren würden, fände ich das sehr attraktiv. Also ich habe es auch irgendwo schon mal gehört, das, was du gerade erzählt hast, auch ein Unternehmen, das gesagt hat, es funktioniert. Die Leute sind motiviert, in den 4 Tagen auch konzentriert zu arbeiten, um eben diesen einen Tag auch mehr zu rechtfertigen, den sie frei haben. Also es gibt auch, glaube ich, mehr und mehr Diskussionen, die so ein bisschen auch in diese Richtung gehen. Ich habe jetzt auch irgendwo die Schlagzeile gelesen, dass diese 40-Stunden-Woche auch angegriffen wird. Mittlerweile, ich frage mich nur, wie zukunftsfähig tatsächlich, so gut ich das finde, das ist, wenn man sich überlegt, dass wir ja zu wenig Personal haben. Ne? Du könntest ja theoretisch auch hingehen und als Unternehmen zum Beispiel Leute von Montag bis Donnerstag arbeiten lassen, andere von Dienstag bis Freitag. Nee. Könntest du aber. Dann hättest du individuell das ja auch umgesetzt, dass die nur 4 Tage arbeiten, bei vollem Lohnausgleich zum Beispiel. Ja. Du hast jetzt einen falschen Ansatz. Also es geht hier explizit nicht darum, dass Arbeit dann verlagert wird oder durch andere aufgefangen werden muss, sondern die sagen halt, die haben keine zusätzlichen Leute eingestellt. Nee, das meine ich auch nicht. Keine Leute zusätzlich eingestellt. Aber du könntest ja theoretisch hingehen und sagen, wir steigern unsere Produktivität oder Produktivität, weil wir theoretisch dann ja noch einen Tag weiter verteilen können auf anderes neues Personal. Ja, aber Moment. Ja, und nee, nicht verteilen können auf euch Personal, falsch. Also wie gesagt, es geht mir nicht darum zu sagen, weil die Kollegen, die jetzt nur noch 4 Tage arbeiten, weniger arbeiten, brauche ich neue Leute, das nicht. Also stell dir vor, du hast ein Unternehmen, das setzt das um, es wird nur noch von Montag bis Donnerstag gearbeitet. Mhm. So, und jetzt sagt das Unternehmen sich, so, ich habe jetzt hier einen Auftrag, den kann ich annehmen, den kann ich aber mit meinem derzeitigen Personal nicht bewältigen. Das Problem hättest du in allen Situationen. Also auch wenn du das Modell nicht einführst, hättest du das Problem dann ja auch. Da kommen ja zusätzliche Stunden on top oder zusätzlicher Arbeitsaufwand on top, der mit dem jetzigen Stand nicht bearbeitet werden kann. Das heißt, da macht es keinen Unterschied. Also das Spannende ist hier wirklich, auch wie Ben eben das so ein bisschen zusammengefasst hat, das Spannende ist hier wirklich, dass die im Prinzip die in dem Unternehmen geleistete Gesamtarbeitszeit reduziert haben und dass die geleistete Arbeitszeit in sich effizienter ist und dadurch für das Unternehmen noch ein Mehrgewinn rausspringt im Sinne von Effizienz. Das heißt, sie haben quasi sind weitergekommen, als wie es mit dem anderen Modell mit mehr Arbeitsstunden, aber geringerer Effektivität gekommen wären. Und das ist eben das Spannende. Und das ist auch außerhalb von Spanien. Es gibt da schon mehrere Beispiele, die werden hier auch in dem Artikel zitiert. Einmal in Japan, da hat das Microsoft gemacht. Die hatten eine Produktivitätszunahme von 40% bei 20% weniger Stunden. Wow. Und ein anderer Softwarekonzern hatten das mit 2300 Mitarbeitern dort, hatten die den Freitag quasi freigestellt. Also und für alle gleichzeitig? Ja. Einfach drei Tage kein Ding jetzt gemacht. Also wie sie das dann im Detail gemacht haben, keine Ahnung, aber im Prinzip so wird das hier beschrieben. Auch in Neuseeland gab das schon bei einer Firma, die hatten eine Firma, die auf Nachlassplanung spezialisiert war. Die hat in einem Pilotprojekt 2018 schon die 4-Tage-Woche als Normalfall eingeführt und auch die sagen, das Unternehmen leidet nicht, es gedeiht. Das heißt, im Prinzip haben die gleiche Anzahl von Mitarbeitern, die arbeiten für sich aber weniger, das heißt, sie sind nur 4 Tage statt 5 Tage da und sind aber so viel effizienter durch eben die weniger Krankenstände, durch eben die motiviertere Arbeit, so wie Ben das eben auch beschrieben hat und sind dadurch quasi, ist das Unternehmen erfolgreicher. Und es gibt nur ein Gegenbeispiel auch,
dass in Island ist das wohl so gewesen, also da gab es mehr Kosten tatsächlich, dass da musste die ausgefallene Arbeitszeit dann noch kompensiert werden und dafür mussten zusätzliche Leute eingestellt werden. Also scheint nicht überall zu funktionieren, mag auch an der Branche liegen. Hier in Island wurde jetzt auch nicht genannt, was da ist. Ich würde auch mal behaupten, in Island ging es wahrscheinlich um die Schafhirten. Keine Ahnung, das es kommt ja auch so ein bisschen auf die Arbeit an. Ja, also ja, nicht zwangsläufig auf die Branche, aber im Detail um die Arbeit. Also Rechnungen fleißiger und konzentrierter bearbeiten, das kannst du wahrscheinlich wirklich in Produktivität messen. Mhm. So als Pilot, ja. Mhm. Wenn du da einen Tag weniger fliegst, bist du halt auch weniger produktiv, ja. Kannst du nicht irgendwie. Ja, oder auch wenn du im Akkord irgendwo arbeitest. Also es gibt sicherlich Bereiche, aber ich meine, das ist jetzt ja auch schon so. Also diese ganzen Bürofachkräfte. Die Piloten sind insgesamt, wie Beef sagt, weniger krank. Mhm. Und das fand ich jetzt sehr bemerkenswert, dass die Produktivität gesteigert wurde. Mhm. Also die haben nicht nur das kompensiert, sondern sogar noch gesteigert. Ja, deswegen. Das finde ich auch einen spannenden Ansatz. Also ich glaube schon auch, dass ich jetzt, das ist jetzt Betonung Glauben, dass Homeoffice, ich meine, das müssen wir auch mal sagen, also Corona hat ja nur relativ viel Scheiße mit sich gebracht. Aber zwei, drei Dinge sind vielleicht jetzt, es hat Entwicklungen zumindest mal verschnellt. Oder beschleunigt, verschnellt ist jetzt ein bisschen ein blödes Wort, ne? Also irgendwie löscht das. Verschnellt. Und beschleunigt. Und Homeoffice ist ja auch so ein Thema, was geblieben ist. Und auch solche Teamsitzungen und Co. Also irgendwie, dass man denkt, naja, also vorher hat sich irgendwie jeder gewehrt. Es ging theoretisch schon, aber irgendwie wurde es nicht gemacht. Plötzlich musste es sein und plötzlich geht's. Und ich behaupte auch, durch das so Teamsitzungen ist das effizienter geworden, als wenn man sich vorher immer irgendwie sonst wo zusammengetroffen hat und Räume und so weiter und so fort. Also auch das sind Dinge und auch Unternehmen schalten jetzt ja auch dahingehend um, dass die durch die teilweise Auslagerung in Homeoffice etc. ja auch weniger Büroflächen anmieten müssen und so weiter. Das passiert ja jetzt schon. Also das ist ja nichts, wir müssten mal, wir könnten mal, sondern es wird ja gemacht. Das finde ich ganz spannend. Also ich glaube, das Arbeiten wird sich in den nächsten Jahren sehr verändern. Einen Kritikpunkt habe ich, weil wir sind ja mit unserer fünfköpfigen Familie immer so ein bisschen latent auf Wohnungssuche, ja, und haben entsprechenden Raumbedarf. Und wir müssen uns jetzt um den Wohnraum kloppen mit irgendwelchen Yuppie-Paaren, die vielleicht hier so ein Kind haben, aber zweimal Homeoffice brauchen. Mhm. Ja, und das ärgert mich. Aber abgesehen davon würde ich dir völlig zustimmen. Man muss nicht immer da sein und gerade wenn man standortübergreifend arbeitet, also das kenne ich selber, man sitzt da mit einer Gruppe, die starrt auf den Bildschirm, am anderen Standort die andere Gruppe und letztendlich bricht das so ein bisschen auseinander. Dann ist es tatsächlich besser, wenn einfach alle auf den Bildschirm starren. Aber da würde ich sogar zustimmen. Also das ist so, glaube ich, einer der wenigen, aber durchgreifenden positiven Effekte von Corona. Ja, man muss nur aufpassen, dass man, das ist, also ich finde es auch positiv, aber dass jetzt auf einmal alles online ist, da muss man gucken, was geht, vielleicht auch mal in Präsenz zu machen. Das erlebe ich jetzt gerade. Immer mehr Meetings werden ganz bewusst wieder in Präsenz abgehalten. Und auch mit externen, was ja auch nochmal so die letzte Barriere war mit aber externen. Aber die, bei denen es sich lohnt. Ja, wo es halt auch machbar ist, aber vielleicht auch, wo es sich lohnt oder beziehungsweise, wenn du das dann machst, dann auch da wieder bist du vielleicht motivierter, dass es sich lohnt und fährst dann nicht nur hin und sitzt das vielleicht ab, sondern sagst, okay, jetzt treffe ich die schon persönlich und jetzt bin jetzt eine Stunde angereist oder zwei. Eine andere, vielleicht auch ein bisschen mehr Wertschätzung dem Ganzen gegenüber. Ja, ist dann auch ich tatsächlich so. Ich denke auch, also das wird, also jetzt gerade beim Homeoffice und Nicht-Homeoffice oder in Termine in Präsenz ist natürlich auch, wird sich das irgendwie einpendeln, aber vorher war ja quasi, also das, wie gesagt, das eine Extrem oder das andere Extrem ist wahrscheinlich beides funktioniert, das nicht, aber irgendwas dazwischen ist es halt. Und deswegen, ich finde das hier mit den Stunden sehr spannend. Liebe Arbeitgeber, die das jetzt hier hören, also denkt doch auch mal über dieses Modell mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach, das wäre vielleicht was. Ja, für die es gemacht haben, könnte man eigentlich eine weiße Karte zeigen. Bevor ich aber erkläre, was das bedeutet, muss ich, der Sammer guckt schon auf die Uhr, natürlich hier den Knopf drücken. Es ist Längszeit. Aber du musst dich trotzdem noch ein bisschen konzentrieren. Die
Weiße Karte muss noch aufgelöst werden. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Den Beef, der nickt schon die ganze Zeit. Der ist ja auch Fußballtrainer. Deswegen lasse ich den mal außen vor. Aber ihr beide, du bist Fußballfan definitiv und du hast von nix Ahnung, was Fußball anbelangt, Prollo. Jetzt mal ganz frei von der Brust. Was ist die scheiß weiße Karte? Es gibt die gelbe, die Verwarnung, und die rote musste vom Platz. Aber der Prollo weiß ja noch nicht mal, was die gelbe und die rote ist. Doch. Okay, das weißt du. Und in unteren Ligen gibt es auch noch Zeitstrafen. Siehst du? Ja, ich musste bei der weißen Flagge musste ich so ein bisschen an die weiße Fahne denken, die man hisst. Und ich würde mal einfach blind raten, das ist, wenn es die weiße Karte gibt, läuft das Spiel so scheiße, dass man es einfach abbrechen muss. Der Schiedsrichter sagt, er hat keinen Bock mehr. Genau. Da hat einer in die Flasche uriniert und dann noch Prügelei. Ist auf jeden Fall eine schöne Erklärung. Und was meinst du, sag mal, du bist doch hier vom Fach. Ja, ich meine es zu wissen, aber ich kann es trotzdem gern sagen. Es ist die Fair-Play-Karte. Ja, okay. Dann wissen es 3 von 4 mal wieder, was es ist. Tatsächlich ist es eine Fair-Play-Karte, die jetzt in dem Fall, was ich hier mitgebracht habe, Sportbild in Portugal getestet wurde, geht auf eine Initiative von der FIFA zurück. Und da ist beim Pokal-Viertelfinale der Frauenmannschaften von Benfica Lissabon und Sporting Lissabon zum ersten Mal laut Sportbild. Ich dachte gerade, deinen Spitznamen gehört zu haben. Benfica? Ja. Den natürlich. Kennen auch 3 von 4. Ja. So. Was soll die Scheiße? Also wirklich. Also, das beim Pokalviertelfinale dieser beiden Mannschaften aus Lissabon eine weiße Karte gezückt worden, stand 3-0 für die Benfica-Frauen und auf der Gegentribüne wurde einer Person übel. Ja. So, dann haben die Fans gerufen, oh Gott, hier ist jemand schlecht und so weiter und so fort. Und daraufhin sind die Mannschaftsärzte beider Teams, deren Namen ich jetzt nicht nochmal wiederhole, zur Tribüne gelaufen und haben die Person versorgt. Und nachdem die wieder fertig waren, hat dann die Schiedsrichterin Katharina Campos den Sanitätern die weiße Karte gezeigt. Und tatsächlich, Beef, du hast ja auch gesagt, du weißt es, wofür... Ich bin auch bei den Benfica-Frauen. Ja, dafür, dass die versorgt wurden, eben sachgemäß. Nein, die Person, der übel war, mein Gott. Ich habe die letzten 5 Minuten nicht mitbekommen. Also, für alle, die es interessiert, die weiße Karte, damit sollen künftig besondere Fair-Play-Aktionen honoriert werden. Nicht nur von den Spielerinnen und Spielern auf dem Platz oder den Trainern oder Betreuern, sondern auch vielleicht anderen, also die da, keine Ahnung, wenn da jetzt ein Balljunge was besonders Tolles macht, kann der vielleicht auch eine weiße Karte kriegen. So eine Art Daumen-Hoch-Karte, ja. Ja, das auch mal das Pose. Also nicht nur bestrafen, auch mal loben. Das ist so das didaktische Konzept dahinter. Das fand ich irgendwie bemerkenswert. Ich fand das cool. Ich hatte davon nicht gehört und bin erst auf diesen Artikel gestoßen und habe gedacht, das ist irgendein Quatsch, aber das ist eigentlich ganz, ganz interessant. So. Ja, ich hatte den Artikel auch gelesen, allerdings nicht hier in der Bums-Bild, sondern im anderen seriösen Blatt. Seriös, Süddeutsche genau. Natürlich. Nee, ich glaube Spiegel. Ich lese ja nur Süddeutsche und Spiegel. Ja, nee, aber ich weiß immer nicht, wo ich die Artikel da lasse. Ich vergesse sie danach immer. Ja, es sind auch so schwer zu finden. Weil du weißt ja nicht mehr, wo es war. Was ist jetzt die Süddeutsche oder der Spiegel? Oder die Zeit. Oh, ja, natürlich. Die Zeit ist wieder der Zeit. Oh, der war schlecht. Ach ja. Ja, Quickie-Time. Ja, weiß ich nicht. Ich guck mal in die Runde. Hast du noch einen Quickie? Jeder fummelt hier. Ja, ich habe einen ganz kurzen. Mit seinen Unterlagen. Das tut mir leid. Ausgerechnet der Beef, ne? Der ist ja eigentlich der seriöseste von uns. Also, herrlich. Ja also, aufgepasst. Der Ben hat ja Gott sei Dank hier unseren Podcast sowieso gekennzeichnet. Also nichts für Minderjährige. Ich möchte jetzt hier niemanden zum Wetten verführen, aber es gibt eine schöne Geschichte zum Wetten. Aufmerksam geworden bin ich auf die Geschichte, die schon 10 Jahre jetzt alt ist, fast, während einer Übertragung eines Fußballspiels bei der Fußballweltmeisterschaft von Wales. Und zwar gibt es in Wales den Peter Edwards und der hat, wie gesagt, der Artikel ist von 2013,
der hat vor rund 15 Jahren, also damals, dann ist es also 98 gewesen, 1998, ist er auf die Idee gekommen, als sein Enkel geboren wurde, oder er war schon fast zwei, also nicht als er geboren wurde, sondern als sein Enkel fast zwei war, ist er auf die Idee gekommen, zum Wettbüro zu rennen und dort 50 Pfund zu setzen darauf, dass der mal für die walisische Nationalmannschaft auflaufen wird. Und, was soll ich sagen, so ist es dann halt später auch gekommen. Der Typ ist Nationalspieler geworden und der Opa hat immerhin 125.000 Pfund gewonnen. Wow. Ja, das ist eh so krass, diese Bookies da in Großbritannien, die bieten ja auf alles irgendwie Wetten an. Ne? Das gibt es, glaube ich, bei uns gar nicht, dass du da auf sowas Individuelles wetten kannst. Ja, die Quote stand 1 zu 2.500. Ja, das heißt, er ist irgendwo im Wettbüro und da haben die eine ganz spezielle Wette für den dann gemacht. Ja, in ein Wettbüro in Wrexham im Nordosten von Wales. Da ist er hin und hat da diese Quote gekriegt. Und dann beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Wales und Belgien, 87. Minute, war es dann soweit. Das wird dann 2013 gewesen sein. Er wurde eingewechselt und damit hatte der Opa eine Stange Geld gewonnen. Jahre später, ne, dass das Wettbüro dann überhaupt noch gab. Ja, das ist ja natürlich so ein bisschen Glückssache dann, ja. Muss ja auch ein bisschen drauf achten. Ja, musst du vielleicht auch mal eine Wette setzen. Ja, vielleicht sollte die Anna-Lena mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, ist ja auch egal, ob Mädchen oder Junge, aber mal gucken, was für Talente sich so schon zeigen und dann vielleicht mal kurz zum Wettbüro laufen. Ja, aber in England. Ja, geil. Aber so ab 18 war das jetzt gar nicht. Wegen jetzt Glücksspiel oder was? Ja, wegen Glücksspiel. Ich hab mal meinen Sohn mit im in so einer Lottobude gehabt und ja. Und dann habe ich gesagt, hier komm, was mach mal Kreuzchen, ne? Ja. Da gab es hier direkt riesen Ärger. Ja, nee, das geht auch nicht und ja, dies und das und weiß nicht was und großes Geschrei durfte die Kinder. Ich habe auch letztens habe ich die ganzen Rubbellose da eingelöst und neue geholt, weil wir das immer Weihnachten hier in die Adventskalender tun. Rubbeln erst ab 18, ja. Genau, und dann hat die auch direkt gesagt, als ich dann sagte, die Kinder freuen sich immer so, wenn sie so rubbeln. Ja, die Kinder, also sie rubbeln doch und die Kinder gucken zu, ne? So meinen sie das doch. Ich so, hä? Ne, wieso? Und dann so, ja, weil die Kinder, die gucken doch nur zu. Ich so, ja, genau, ich kaufe die ja für mich und rubbel die dann vor den Kindern, was ja jetzt auch irgendwie falsch klingt, aber das dürfen die gar nicht. Kinder dürfen offiziell diese Rubbellose gar nicht frei rubbeln. Obwohl das, glaube ich, so ziemlich jedes Kind gut findet. Ja, ich bin auch mit meinem Opa noch auf dem Dorf in die Tabak-Toto-Lotto-Dings-Zeitschriftenbude gegangen und dann haben wir da die Lottoscheine abgegeben. Abgegeben oder ausgefüllt auch? Ja, darfst du nicht ausfüllen, glaube ich. Ausfüllen darfst du nämlich nicht, ja. Also meine Kinder fanden das halt toll, irgendwie die Lottozahlen sagen oder ankreuzen zu dürfen. Und das hat dann Ärger gegeben. Tja. Kann man, also wenn das Kind jetzt sich eine Zahl aussuchen darf, kann man dir von der Million dann auch ein Sechstel wegnehmen? Also, ich glaube, das Kind hat ja nicht gespielt. Insofern kriegst du alles. Da. Ich würde sagen, also der Quickie, der war nett, aber wir machen einfach noch einen. Ja, hau rein. Ich habe, wir haben ja eben gelernt, also dass es ja strafrechtlich bedenklich ist, wenn Kinder irgendwelche Rubbellose abgeben, aber wenn die Kinder zugucken, während sich der Ben einen rubbelt, das ist völlig in Ordnung. Also ich finde das tatsächlich schwierig. Ist das bereits der Quickie? Das möchte ich so nicht verstanden wissen. Tut mir leid. Ja, das hat aber, was ist denn heute los mit dir? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch noch ein Fieberzäpfchen geschluckt. Ich habe auch noch eine kurze Geschichte, das würde ich gerne noch hinten dranhängen. Irgendwie, das ist auch aus den USA und das ist auch wieder eines meiner Lieblingsthemen, schnell getriggert. Also Waffengebrauch, beziehungsweise Missbrauch, hier hat es dann wieder mal so bizarre, dass du denkst, okay, ist auch ein tragischer Vorfall. Das ist ein 30-Jähriger ist bei einem Jagdausflug gestorben. Und der Polizei zufolge war sein Hund vorher auf das geladene Gewehr getreten auf dem Rücksitz und hat ihn durch den Beifahrersitz quasi erschossen, aus Versehen. Das ist halt ein Jagdhund. So habe ich es auch gar nicht betrachtet. Wo war das? Wo ist das passiert?
In dem Fall not in Kansas, sondern in Kansas. Also es ist tatsächlich in Kansas gewesen. USA, also typisch USA. Ja, ja, da USA dürfen sogar schon, Hundewaffen ja. tragen, also so unglaublich. Genau, das Tier habe sich bei einem Jagdausflug auf der Rückbank des Autos aufgehalten, teilte die Polizei im Bundesstaat Kansas mit am Dienstag. Auf der Rückbank hätten sich auch Jagdmaterial und ein Gewehr gefunden. Der Hund sei auf das Gewehr getreten und hat einen Schuss ausgelöst. Getroffen wurde den Angaben zufolge ein 30-jähriger Mann. Er habe auf dem Beifahrersitz des Autos gesessen und eine Schussverletzung im Rücken erlitten und sei noch vor Ort gestorben. Ja, da frage ich mich spontan, wie viele Studenten haben sich in Texas schon während der Vorlesung Ei weggeschossen? weil die dann mit der geladenen Waffe da in der Vorlesung sitzen. Das ist doch Wahnsinn. Völlig krank. Also ich gibt ja auch von hier CC Top, wobei ich immer nicht weiß, warum die CC Top ausgesprochen werden. Wir müssten SZ Top oder so, aber weißt du das Sie, vielleicht? Z ist Englisch, britisch. Ah, ja. Sisi. Da bin okay. ich auch schon damals bei meinem ersten USA-Aufenthalt. ZZ Top. Do you have anything from the ZZ Top? Ich habe etwas mit Z gesagt und das wurde nicht als Buchstabe. Okay, also das ist amerikanisches. Ja, ja. Okay. Sisi. Okay, weil da gibt es ja auch so die Story, die kolportiert wurde, dass sich der Schlagzeuger mal, dass er einfach mal ein paar Konzerte nicht durchführen konnten, weil sich der Schlagzeuger selber in den Fuß geschossen hatte. Der hatte sich den Colt in seinen Cowboy-Stiefel gesteckt und dabei hat sich ein Schuss gelöst und hat sich selber durch den Fuß geschossen. Und die meinten dann halt noch als gute Amerikaner dann witzeln zu müssen. Also sie hätten nämlich den Colt weggenommen, sondern die Stiefel. Und wo ich denke, das zeigt so ein bisschen den Ansatz hinter dem Ganzen. Auch dann mit der Uni in Texas und so. Ich finde das mehr als bizarr. Also dass da also mehr Waffen hilft gar nichts, außer der Waffenindustrie. Ich meine, es ist ja brutal schlimm, wie häufig es auch vorkommt, dass irgendwie 2-3-Jährige irgendein Familienmitglied aus Versehen erschießen. Ja. Aber ey, du wirst von deinem Hund erschossen. Also das ist ja echt so. Also ne, weiß gar nicht, ob das seiner war, ne? Das war der Beifahrer. War der Hund, also wie gesagt, es ist halt einfach eine ungesicherte Waffe geladen und alles liegt da auf dem Sitz hin. Das ist halt einfach auch. Also ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, da kann man vielleicht auch hier in die Runde fragen. Also eine scharfe Waffe, eine echte Waffe in meinem Haus würde mir Angst machen. Wie geht's euch? Ich habe generell vor Waffen, also ich habe schon Waffen in der Hand gehabt, als Kind mal, ich bin ja in Hessen auch aufgewachsen. Pfeil und Bogen, ja, das wissen wir. Nein, ich bin ja da von Berlin nach Hessen, Osthessen und da waren die Amis, die haben da immer Übungen gemacht und da durften wir mal mit so einer MG da rumballern mit Schreckschussmunition und in Amerika, in meinem Austausch, da habe ich natürlich auch hier und da mal was weggeschossen in den Wald und mir hat das jedes Mal Angst gemacht, also ich... Ich fühle mich nicht wohl in der Gegenwart von Waffen. Aber sei es drum. Also bei dieser Geschichte mit dem Hund muss ich spontan an meine absolute Lieblingsszene von Pulp Fiction denken, wo die mit Marvin durch die Gegend fahren und dann fährt er über den Hubbel und schießt Marvin in den Kopf. Ja, okay. Ja, das ist halt so, ne? Wenn du mit der geladenen Waffe im Auto unterwegs bist, dann passiert. Dann geht's halt mal schief. Ja, geht auch mal das was. Das ist halt so bitter. Und das ist halt eben so, wenn diese Distanz zu sowas, also diese, wie Ben eben sagte, so diese. Ehrfurcht ist fast, also diese Distanz, wenn die so völlig aufgehoben wird, weil es so ein Alltagsobjekt ist, wie ein Löffel oder keine Ahnung, sonst irgendwas, dann finde ich das halt sehr, sehr schwierig. Und genau das ist ja nach wie vor immer noch die Herangehensweise. Und das gebiert viele, viele Probleme. Ja. So, jetzt habe ich erfolgreich, dass die Laune wieder runtergezogen hier am Ende. Ne? Ich bin begeistert. Also hier, ja. Laune schon dann drehen wir hier noch Nacht. 2 Stunden. Ja, Gott bewahre. Nein. Also, sorry. Morgen spielen die Kansas Chiefs übrigens gegen die Cincinnati Bengals um den Super Bowl Einzug. Kansas City Chiefs, bitte. Kansas City Chiefs, du Dödel. Die sind aus der Stadt, nicht aus dem Staat. Stimmt, da gibt es einen Unterschied. Ne? Ja, das ist ein Unterschied. Ja. Aber ist egal, das erklären wir in der nächsten Runde. Der Prollo ist ja Amerikaner. Was? Ja. Prollo Ferrari. Und für heute haben wir, glaube ich, genug dummes Gelaber von uns gegeben. Es war schön, mal unsere... Ja, außer dir natürlich, außer dir. Also diese also Episode wird definitiv vernünftig geredet. Wird definitiv eingehen als die Episode, in der der Beef Rogers völlig ungewohnt und das Niveau gesenkt hat. Ja, er hätte sein Coming Out als Fliegel. Na gut. Nein, aber ich finde, so muss es gehen. Das ist der Weg auf jeden Fall zum Erfolg. Und hast du denn noch einen schönen Jingle?
Was hältst du denn gern? Du kannst, guck mal, du kannst doch mal hier. Das zweite links, die linke Reihe, genau. Das zweite von unten. Du kannst doch mal was Schönes irgendwie. Ja, also, okay, einen haben wir noch. Pass auf, ihr wisst das alle, wenn man jetzt so viel voll in die Presse hört, dann kriegst du. Emotional Damage! Der erinnert mich echt an wie Stefan geil. Raab hier. Das ist ja unglaublich. Trauma. Jetzt habe ich aber schon wieder, ich wollte gar nicht alles abfeuern. Oh. Mann, Mann, Mann. Jetzt, weißt du, du bist hier der naja, egal. Letztes Mal. Wir gehen jetzt einfach mal schlafen und hören uns dann in 2 Wochen wieder. Schön immer bei Spotify liken und alles weiterverteilen. Wir wollen hier noch ganz lange weitermachen. Haben aber noch ganz viel hier abzuzahlen an unserem neuen Gerät. Also wer mal diese Sendung sponsern möchte, wir nehmen auch schon eine Flasche Bier. Wir sind billig zu haben. Nur zu vidp@benanza.de. In diesem Sinne, schönen Abend, schlaf gut und bis bald. Gute Nacht, John Boy. Ciao, ciao.